Hallo Leute, Matthias wieder hier aus dem wunderschönen Thailand. Ja, wir sind gerade beim Frühstück hier neben dem Pool. Es ist ein wunderschöner Tag, Montag, morgen und ja, wir sind alle dabei. Das heißt nicht alle, ein Teil der Familie bloß. Unsere Muck mit der Kleinen, die Yaya, die Lada, unsere Yailet, meine Frau, die die Kamera hält und meine Wenigkeit. Ja, wie gesagt, wir sind jetzt gerade beim Frühstück. Nachher warten wir auf unseren Chang. Mal sehen, der muss jetzt unsere Wasserdruckpumpe bringen. Die war kaputt, er hat sie zum Reparieren getragen und die ist jetzt fertig, hat er angerufen. Mal sehen, kommt er heute. Und dann schauen wir auch gleich mit der Liegefläche da neben dem Teich, wie wir das machen. Also ist immer was los hier und wie ich schon sagte, es ist nie langweilig. Ja, also dann erstmal essen und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ne? Okay. Früchte auch dabei, die Mangos, die sind nicht von unseren Bäumen, unsere sind noch nicht reif, aber auch sehr schöne Früchte, man sieht sie richtig frisch und also ich mag das einfach, sind sehr köstlich hier in Thailand. Okay. So Leute, ich bin schon fertig mit dem Essen. Ich bin immer zuerst fertig. Meine Frau hat noch gar nicht angefangen. Und unsere Jairat hat schon mal so eine Mango geschält. Die sind wirklich sehr süß, sehr köstlich, Leute. Eine sehr gute Frucht. Ja. So, und jetzt sollen wir uns noch ein bisschen da umschauen. Und zwar, was der Nachbar gemacht hat. Der ist fertig. Und das will ich euch mal kurz zeigen. Also, es ist alles gut gegangen. Es droht keine Gefahr wegen Lärm und Staub und was weiß ich. Der hat da bloß einen Parkplatz gemacht. Und das bleibt erstmal so. Also, damit er sein Auto da parken oder auch wenden kann. Und ja, Rest bleibt ein Reisfeld. Okay. So, nochmal unsere Family beim Frühstück. Ja, und jetzt gehen wir mal kurz raus. Also man sieht hier die Felder alles trocken. Alles ja, wie in der Trockenzeit halt. Staubig die Straße, wird irgendwann auch gemacht. Und hier ist ja die Baustelle, wo die nochmal da schweres Gerät gehabt haben, wo ich schon gedacht habe, du meine Güte, was haben die vor? Also, das ist jetzt mal ein Reih von einem Nachbar und der andere hat da zwei nochmal. Und die haben jetzt einfach hier mit Erde aufgefüllt. Und zwar nur ein paar Meter halt, so dass da irgendwie ein Parkplatz, wo man richtig wenden kann und das Auto abstellen und so, denn das ist ja Sackgasse. Wenn man da reinfährt, kommt man da nicht mehr raus, es sei denn, man wendet hier jetzt. Und da ist eben sein Reisfeld, das hat er auch sehr schön gemacht, tiefer gelegt, gegraben, damit er halt mehr Wasser hat, dann ist der Ertrag auch besser. Also ein Reih und hier nochmal zwei Reih vom Nachbar. Und wie gesagt, die machen erstmal gar nichts hier. Das bleibt so Reisfeld und hier bloß so ein bisschen Parkplatz. Ne? Also, ja, sieht schön aus, wenn die jetzt etwas, wenn man die etwas tiefer gemacht hat, die Reisfelder. Und ja, jetzt warten wir auf den Regen und der braucht noch ein bisschen. Der hat jetzt hier auch ein paar Betonpfeiler rein, um sein Grundstück richtig abzugrenzen. Ja, warum nicht? Da weiß man, wo die Grenze ist. Okay. Und wie gesagt, wir warten jetzt auf unseren Chang. Der muss dann, ja, kann ich mal kurz auch zeigen, Moment. Die Wasserdruckpumpe, die kaputt gegangen ist, muss ich jetzt wieder zurückbringen und montieren. Dann können wir auch wieder duschen. Weil das geht ja auch so, aber ist kein richtiger Druck.
Und das ist halt doch auf die Dauer stört das. Ne? So. Ist nochmal unsere Kleine. Hey, du. Ist sie nicht süß. So Leute, also das ist jetzt die Hauptpumpe, habe ich schon mal gezeigt, wie es unterirdisch, also da sieht man eigentlich nur ein paar Rohre, sonst gar nichts und Kabel. Und die holt das Wasser aus dem Erdreich hoch, das sind so 40, 50 Meter tief. Und da ist dann der Behälter, hier wird es erstmal hochgepumpt. Und damit da auch ein ständiger Druck ist, ganz normaler Druck, ist da hier so eine Pumpe, die immer sich einschaltet, wenn der Druck abfällt. Das heißt, wenn ich irgendwo dusche oder egal was, wo das Wasser irgendwie fließt, schaltet sich die Pumpe ein und tut den Druck ausgleichen. So hat man einen konstanten Druck und ja. Und die ist jetzt, wie gesagt, kaputt. Der hat sie jetzt weggenommen, reparieren lassen und bringt sie so wie heute wahrscheinlich zurück. Und dann wird sie montiert und dann kann man wieder normal duschen. Ne? So. So Leute, ich werde mir schnell noch ein Stück von dieser köstlichen Mango schnappen, weil die sind wirklich sehr gut. Mhm. So, und auf geht's jetzt. Ich bin jetzt gerade an meinem Auto vorbei. Das ist jetzt 3 Jahre alt und diese Woche müssen wir unbedingt zum TÜV nochmal. Kundendienst so. Und Steuer bezahlen, das Ganze drumherum. Versicherung erneuern. Ja, 3 Jahre alt und ich sage es nochmal, sehr zufrieden bis jetzt. Es hat richtig Power beim Überholen und so braucht man das. Ansonsten hier auf den Straßen, ja, maximal 120 mehr kann man da kaum fahren. Man kann schon, aber das ist bei diesen, ja, ist nicht empfehlenswert, sage ich jetzt mal. Aber sehr zufrieden. Hätte nie gedacht, Mitsubishi, ja. Gut, die werden auch alle immer besser, nicht? Und sehr gut ausgestattet mit allem drum und dran. Okay Leute, jetzt schauen wir uns mal hier die Liegefläche an. Da haben wir, die habe ich jetzt ein bisschen auseinandergenommen und zwar diese Planken an der Seite erstmal weg, weil die sind zu hoch, die muss man kürzer schneiden, wird der Zhang auch machen für uns. Weil sonst, wenn die so hoch sind, schwitzt man da drinnen. Da ist kein richtiger Wind, Luftzug, das sieht auch nicht so gut aus. Ist einfach zu viel abgedeckt. Also ich habe schon einen festen Plan, wie das gemacht wird. Und man sieht es hier nochmal. Erstmal wird das schmäler. Also das geht ja so, das wird hier gerade geschnitten. Und dann auf der anderen Seite auch. Also praktisch, ja, wie soll ich sagen, das werde ich natürlich noch mal mit dem Zhang besprechen. Also so, dieses Stück hier muss weg, auf jeden Fall. So, wo ist das? Dann ist es gerade. Und passt wunderbar zwischen die 2 Kokospalmen und vor die Treppe. Und hier werde ich wahrscheinlich auch noch ein bisschen was wegschneiden. Es muss halt 2 Meter auf jeden Fall sein, dass man da richtig liegen kann. Und so in der Breite ist es ja besser. Und dann wird es noch überdacht. Also, ich bin da sehr zuversichtlich, dass das sehr schön aussieht, wenn es fertig ist. Aber schauen wir mal, wie gesagt, was unser Zhang auch sagt, er soll ja das machen. Er kennt sich damit aus. Okay, und dann, hier haben wir jetzt wieder das Gatter zugemacht, ne? Und dass unsere Kühe auch hier weiden können, wenn wir mal nicht zu Hause sind oder so. Man sieht, da ist sehr gutes Gras, da geben wir auch immer Wasser, damit das auch wachsen kann. Und unsere Kühe haben es richtig gut hier. Die haben auch Wasser, Futter so und Schatten, wenn die brauchen. Also
ist eigentlich besser als im Reisfeld, wenn die angepflockt sind und da keine Schatten haben oder auch kein Wasser, muss man immer ja Wasser vorbeibringen oder so. Und also entweder hier oder auf den zwei Reihen da vorne werden die Weiden. Platz ist jede Menge und da haben sie auch Wasser. Und das ist sehr wichtig bei dieser Hitze. Wasser und Schatten. So. Unsere Bananen sind noch immer nicht ganz reif, aber gut, wir lassen jetzt noch ein bisschen hier hängen. Und dann kommt die ganze Staude weg und dann haben wir, wie ich schon sagte, auch ein schönes Plätzchen hier. Okay. Was ich euch noch zeigen wollte, so ein richtig großes Ameisennest. Und schön langsam werden die zu viele hier. Also ich habe gestern beim Gießen, habe ich das mit der Schulter ein bisschen berührt. Und dann ging es los, Leute. Da bin ich gerannt, gleich unter die Dusche. Weil die beißen zu. Das ist unglaublich. Wo ist das, wo ich berührt habe? Das ist nicht wieder berührt, Gottes Willen. Ja, das ist hier nur ein kleines erstmal. Man sieht es, die tun die Blätter so zu einem Ball formen. Und das ist jetzt ein kleines, aber ich zeige euch gleich das große. Ja, da ist es schon. Also man sieht es hier. Und die klettern dann am ganzen Baum herum und ich weiß nicht, ob das wirklich gut ist, auch für den Baum. Ne? Also dies lasse ich jetzt mal. Und der Onkel Nanon hat immer dann die Eier von den Ameisen geerntet. Das war so sein Ding. Man sieht, ich will jetzt da nicht viel herum, aber das ist schon riesig. Und so sieht es aus. Also so sieht ein Ameisennest aus. Ja. Okay. Nochmal kurz zu unserem Onkel. Also die Schwester von ihm aus Sakonakon hat angerufen, die Nanang, und hat gesagt, ja, erstmal ist alles okay. Der ist nüchtern, der trinkt nicht mehr, das ist schon mal das Wichtigste. Und macht da sein Haus sauber und ja, scheint eigentlich der Sturm, sage ich jetzt mal, vorbei zu sein. Der Auslöser, vermute ich bin mir ziemlich sicher, ist mir das nachher eingefallen. Am Anfang habe ich das gar nicht so wahrgenommen. Was ist passiert? Der hat seinen Sohn, der hat ja keinen Kontakt mehr mit der Familie. Und hat einen Sohn, der wohnt irgendwo, also auch nicht in Sakonakon, sondern da bei Bangkok irgendwo. Mit dem hat er mehr als 14 Jahre, haben die gesagt, keinen Kontakt mehr gehabt. Und der ist jetzt gekommen und wollte ihn besuchen, zu Hause in Sakonakon. Und der Nanang war natürlich nicht da. War ja bei uns. Und dann hat die Nanang angerufen. Der Nanang hat ja kein Telefon. Hat meine Frau angerufen und die hat ihm dann das Handy gegeben und da hat er mit seinem Sohn ziemlich lange geredet. Keine Ahnung, um was es ging. Jedenfalls vermute ich, dass das ihn schon ein bisschen emotional aufgewühlt hat und das irgendwie ja dadurch dann ja im Endeffekt zur Flasche gegriffen hat. Denn wie gesagt, er kommt jetzt schon seit Jahren immer zu uns und ist immer alles gut gegangen. So, also ist nie, er hat nie Alkohol getrunken, so viel ich weiß. Gut, wie er gekommen ist, war er immer ein bisschen kaputt, klar. Und die ersten Tage hat er dann gebraucht, um einigermaßen fit zu sein. Aber das war wirklich das erste Mal, wo er so, ich sag mal, abgestürzt ist. Ne? Aber wie gesagt, das geht ihm gut. Wir wünschen ihm alles Gute. Es geht mir, wie gesagt, ich sage es nochmal, nicht darum, ihn irgendwie schlecht zu machen oder mich da in sein Privatleben einzumischen. Der ist ein guter Mensch, er ist eigentlich okay, ich mag ihn und er ist auch immer wieder willkommen hier, das habe ich auch jedem gesagt. Also wenn er wieder zurück will, er ist immer willkommen und ja, scheint ihm eigentlich gut zu tun hier, so wenn er hier in Surin bei uns ist. Das hat immer geklappt bis jetzt, er hat nie getrunken und hat sich dann richtig erholen können. Ja, aber wie gesagt, wünschen wir ihm alles Gute und ja. Okay, jetzt will ich euch noch die Straße zeigen. Ja Leute, so sieht's aus hier. Die haben erstmal aufgehört zu arbeiten und ich glaube, das bleibt auch vorerst so.
Und meine Kabel hängen immer noch an den Bäumen da. Die kann ich aber jetzt, also beziehungsweise unser Can kann die wieder richtig normal auf diese Pfeiler hängen, wo sie auch früher waren. Weil eine Hälfte der Straße ist ja fertig. Und zwar die Hälfte, wo auch unsere Pfeiler sind. Ne? Aber ist schon ein Witz eigentlich, weil hier, dass die nicht die Straße, das haben sie hier das Stückchen freigelassen, weil da muss noch einmal ein Baum weg, so wie es aussieht. Und noch ein bisschen Erde und dass das auch gerade gemacht wird. Und hier das ganze Gebüsch muss ja auch weg. Und das haben sie jetzt einfach mal so gelassen. Jetzt ehrlich gesagt, mich juckt es wenig, weil an meinem Grundstück sind sie vorbei und ich komme hier durch, wenn ich das möchte. Also ich kann auch auf die andere Seite jetzt rausfahren mit dem Auto. So, und man sieht, hier haben sie ein Stückchen gar nicht gemacht, das ist natürlich blöd. Aber ja, also hier dieses... Hey, komm her! Na, Amtschok! Na, Amtschok! Ruhige! Also man sieht, da haben die nochmal ein Stückchen gemacht, jetzt ein paar hundert Meter weiter. Ruhige! Und hier eigentlich gar nicht. Ich verstehe das auch nicht, aber so wie es aussieht, bleibt es jetzt wirklich erstmal so. Wie gesagt, mir ist egal, weil ich ja kann immer noch die andere Seite benutzen, aber das sieht schon ein bisschen komisch aus. Haben die wieder ein Stückchen gemacht, einfach so bis hierher und zwar im Ganzen, aber gut, ja, halbe Arbeit halt, aber ja. Wahrscheinlich, komm zurück, ey. Komm, Namchok. Die machen immer stückchenweise, Leute. Das ist so hier in Thailand, die kriegen dann das Geld für ein Jahr und das wird dann verbraucht und der Rest dann wieder nächstes Jahr. Deshalb hat es ja auch ewig lange gedauert, bis die endlich mit der Straße vor meinem Grundstück waren. Also, die haben angefangen, immer ein paar hundert Meter, nächstes Jahr wieder und so. Und ja, es hat aber geheißen, dass die Straße jetzt dieses Jahr bis ans andere Ende gemacht wird, dass da praktisch die Verbindung besteht. Und jetzt haben sie das so gelassen. Und hier mein Nachbar, der wird wahrscheinlich gar nicht begeistert sein. Man muss sich mal vorstellen, was für eine Einfahrt der hier hat. Und in der Regenzeit, wie das hier aussieht. Aber gut, bei mir ist das jetzt so, wie gesagt, meine Kabel kann der Chang jetzt wieder von den Bäumen weg. Denn das möchte ich auf keinen Fall so lassen in der Regenzeit, wenn da die Stürme kommen und so. Und dann ist es wieder, ja, ganz okay. Und die Straße ist ja, also wie gesagt, an meinem Grundstück sind die vorbeigezogen. Es könnte mir eigentlich egal sein, weil ich kann jetzt auch meine Kabel wieder auf den richtigen Platz. Aber ist trotzdem irgendwie, ja... Aber gut, was soll man da sagen? Ich kann jetzt nur noch warten, dass die mein kleines Sträßchen da machen. Irgendwann wird das auch gemacht, da bin ich sicher. Ist nur die Frage, die große Frage, wann. Aber gut, wie gesagt, in der Regenzeit, wenn es da ganz schlimm ist, kann ich auch hier vorne einfahren und kann das Auto auch hier parken. Macht eine kleine Überdachung. Ist alles möglich. Aber die Straße ist jetzt besser, da wir da sie ein bisschen begradigt haben und ein bisschen Erde abgetragen. Mal sehen, wie es in der Regenzeit aussieht. Ne? Okay. Ja, Leute. Und hier, ja, sieht es immer noch so aus wie gehabt. Das ganze Holz stört mich schon langsam. Aber gut, der Can kommt und holt sich, was er da braucht zum Abdecken. Und den Rest schauen wir mal, was man verwenden kann. Wird auf die Seite getan und der Rest einfach ja, als Feuerholz verwendet. Dann sieht es hier nochmal, da haben die Kühe ein schattiges Plätzchen und sind auch vom Regen geschützt. Selbst wenn sie draußen sind, dann sollten wir mal ganz spät nach Hause kommen, können sie auch hier übernachten. Das ist auch kein Problem. Und ja. Soweit ist sicherlich noch viel Arbeit, aber sieht eigentlich ganz gut schon mal aus. Ne? So.
Die Bäume, man sieht, ist auch alles angewachsen. Ein paar Zitronenbäume sind vertrocknet. Aber gut, nicht schlimm. Wir haben jede Menge davon. Hier ist ein ganz schöner. Der hat auch schon Früchte, wenn die dann wachsen. Die wachsen zwar langsamer, wenn es mal losgeht, dann ist es schon. Ja, unser kleiner Maulbeerbaum. Auch noch mal einer dieser hier schwächelt. Ich weiß nicht, wahrscheinlich. Ja, wird er auch vertrocknen. Aber ansonsten mein Cashew. Der wächst prächtig, Leute. Der ist sehr schön gewachsen. Noch mal Maulbeer. Ja. Und man sieht hier jede Menge Zitrone noch. Das ist einer, der vertrocknet ist. Der ist hinüber. Tun wir was anderes hin. Und noch mal zwei da vorne, die auch vertrocknet sind. Und hier unser Baum, der so schöne gelbe Blüten hat, der ist auch immer wieder mal, sieht er richtig gut aus, dann ist er wieder sozusagen halb vertrocknet, ich weiß nicht. Schauen wir mal, im Moment lassen wir ihn noch. Ja, da ist der zweite, was vertrocknet ist, Zitronenbaum. Auch ziemlich groß und ja. Und da ist der dritte. Ach, und noch mal einer da vorne. Der ist auch so gut wie. Gut, dann können wir hier vorne, lassen wir dann den Platz frei. Muss ja nicht alles wirklich mit Bäumen bepflanzt sein. Okay, Leute. Und jetzt noch mal die Liegefläche. Also man sieht es hier. Wenn zwischen den zwei Bäumen, wenn jetzt das etwas nicht mehr so breit ist, kann man da ganz gut vorbeigehen und hat Platz jede Menge. Und das muss nicht so breit sein, das ist einfach zu groß. Deshalb, mal sehen, was der Chang sagt, aber die wird etwas schmäler gemacht und dann passt überdacht. Und ich glaube, dass es dann ganz gut aussieht. So. So, wen haben wir denn da nochmal? Unsere Mabe, die ist unterwegs eingeschlafen. Oh Mann, sehen Sie nicht süß, die Kleinen. Ja, lassen wir sie doch schlafen, ne? Okay, Leute, meine Frau ist noch immer beim Essen. Ich bin schon wieder hungrig und okay, das geht gegen die Sonne, ein bisschen dunkel. So Leute, da bin ich wieder und schon wieder beim Essen. Nee, nur ein bisschen diese köstlichen Mangos noch mal ein bisschen naschen, die sind wirklich sehr gut. Mhm. Ja, das war es dann wieder mal mit einem Video heute am Montagmorgen. Ich sage es immer wieder, es gibt nichts Schöneres mit der Familie zusammen und hier gemütlich zusammen essen. Einfach, ja, was soll man da noch sagen, ist fast wie im Urlaub. Wie gesagt, wir warten auf unseren Chang und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Okay, Leute, euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Euer Matthias aus dem wunderschönen Thailand und tschüss.